Auch wenn das ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, ich werde das nochmal eben hier abklappern alles, weil ich meine Raumbrücke bauen will. Diese ständige mit den Toren, das geht mir auf den Sack. Deswegen liebe ich Hyperraumantriebe. Wäre geil, ich hätte auch so ein Ding von den GMB geklaut. Hey, wenn ich vielleicht den anderen Abel am Abknade, kriege ich vielleicht so ein Ding, aber ich weiß nicht, ob er ein Zwischenboss ist oder der Endboss. Moment. Schon viel besser. So, ich bin in Sarkov. Hier sind Gasfields. Da also. Gut, gut. In Moment. Rodia 2 kennen wir schon. Das ist die Basis in Sito, da habe ich mein Gate. Es gibt in Kite-Nebel eine, die habe ich schon. Drake Research Station. Hier haben wir noch Orte, die nicht erkundet sind. Da muss ich auch noch mal hin. In Union gibt es zwei, sehe ich gerade. Prescott Starbase hat einen Rift, was extrem praktisch ist. Und die Torn Station. Wobei ich nicht weiß, wo die ist. Torn Station. EMP Fields. So, hier sind die MP-Felder. Torn Station, das könnte die zerfallene Station sein. Ja, ich glaube, das ist das. Das heißt, das markiere ich mir. Das war, ich muss so in Grenzkontrolle. Da ist ein Dingens, also.
Okay, hier scheint es nichts zu geben. Ich wüsste nicht, wer wirklich auf die bescheuerte Idee kommen würde, in dem Spiel wirklich jedes Raumschiff zusammenzukaufen. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man ein paar zusammenkauft, ja, von den höchsten Leveln, also immer wieder aufwertet, aber wirklich jedes Schiff, das stelle ich mir ein bisschen schwer vor. Ich weiß gar nicht, wie viel ich überhaupt lagern kann. Ach, Moment, das ist gar nicht die Hangar. Ah, die Hangargröße ist auf 9 Schiffe, okay. Das war für das Lager. Das brauche ich ja nicht mal. Also kann ich das komplett knicken. Ich meine, ich habe es freigeschaltet, weil ich es kann. Nicht, weil ich es will. We do what we must, because we can. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja. Wollen wir gucken, wie lange ich schon an der Aufnahme bin? Ein Rennstreckenstart ist hier. Curiosity is killing me. What got you banned from Empires of Chivalry? You can tell me. I suppose I must confide in someone eventually, but it is a trap. Er cheated, mit Sicherheit. I worked hard to get to the top position on the server. I devoted my every circuit to the expansion of my domain. I paid for every possible upgrade in expanding my castle and my estate. There I was, finally, not to be bettered, or so I believed. Until I was usurped from my position and my kingdom ransacked. By another player? Oui, he went by a strange name, Ross Adamski. He was very determined. Oh, weird name. It is a name that still stirs a wrath inside me. I can speak no more at this time. I'm becoming emotional. Okay. Der Name. Das ist nicht gut. Habe ich da was verpasst? Ich meine, ich habe den ersten Teil die Erweiterung im ersten Teil nicht so ganz ausgespielt. Ich war in den Gasfällen doch schon mal. Wieso? Habe ich das dann hier alles noch nicht gemacht, wie es scheint? Weil ich meine, der unsichtbare Container, der wäre mir aufgefallen. Definitiv Bronze. So, mein Portal, wo bist du? Komm her.
Zarkov can now be added to the list of spatial bypass travel locations. Why would you ever wish to return here? The scenery, Hive. Just look at this place. Purely a matter of subjectivity. You have no appreciation of aesthetics. You're missing out. So, da ich jetzt aber hin will, habe ich noch keine Raumbrücke. Die Frage ist dann, wie komme ich dann ins letzte Gebiet, weil auf der Liste stand das nicht mit dem, mit den Sparte. Ich bin zu neugierig. Ich muss mal gucken, jetzt gerade Seitenquests. Alter. Welchen Schild habe ich? Ich habe den Castiel Schutz. Es gibt noch. Alter, Falter, da gibt es so einige. Ach du Scheiße, 7 von den legendären Items wurden von Kickstarter-Bakern designt, die den Legendary Creator Tier gebaked haben. Ich habe ja leider nicht gebaked damals beim Spielen, aber. Das ist cool. Ich habe 3 Stück befunden bis jetzt. Ich muss mal kurz in die Liste gucken. Wir haben hier Wumm, eine Autokanone, Final Reckoning, eine Colgan Devotion, Beamlaser, RG Beamlaser. Das ist, glaube ich. Nee, das ist nicht. Es gibt 2 Beamlaser. Den ich habe, ist der Pigeon Stare. Okay, der andere ist ein, heißt RG Beam Laser, ja. Der ändert seine Farbe häufiger. Die Flakkanone Crimson Sun habe ich. Ein Minenwerfer. Okay, Bird's Nest, das ist das Ding. Es gibt einen Booster, Terminal Velocity. Das ist wahrscheinlich benannt nach dem Spiel Terminal Velocity. Wir haben die Cargo-Einheit Bob. Oh, das ist cool. Gain a permanent combat drone, ally named Bob. 30 Sekunden Respawn-Time. Es gibt die Cargo-Einheit Wrath of the Fallen. Killing an enemy that has 40% chance of instantly revive them and force them to fight by your side for 10 seconds. Okay, Nekromantie in Raumschiffform. Energy Core, drained, that's the Nexus HUD, drains 28 Weapon, Boost and Shield Energy per second from each enemy within 200 meters. Das ist eklig. Ein Energy Core, der heißt Thunder Core. Okay, das kann eine Kettenreaktion mit meinem EMP verursachen. Alle, die von meinem EMP getroffen werden, werden elektrifiziert und stocken, ziehen in der Umgebung für 5%. Achso, Schaden wird erhöht um 5% für jeden Gegner, der affektiert ist. Plattierung, Omni-Manus. Mr. Defense System will also attack enemies. Okay, das ist
Manche haben Synergien drin, das finde ich sehr cool. Pango's Pride ist eine Panzerung, bekommt Cloaked after not boosted for 3 seconds, take in any damage look canceler effect. Also eine Stealth Armor. Cassia's Protection habe ich und mit Protection creates 2 autonomous holographic copies of my ship. Ja, das kenne ich. Der SH8495 hat keine Kapazitäten selber, aber gibt einem ein Charge of Ionized Carapace for each enemy within an 800 meter, providing 10% chance to complete no incoming damage. Also ich habe eine 60%, bis zu einer 60%ige Chance kann man damit haben, keinen Schaden zu nehmen. Ich finde den Schild ehrlich gesagt nicht so nicht prickelnd. Der Toxic Revenger gibt es als Schild. Wenn über das Schild was taken, damage equal to 10% of its maximum hit points. Gain a charge of Toxic Revenge to stack up to 10 times and causing your primary weapon hits to consume a charge to apply 6 seconds of Corrosion. Corrosion damage equals 50% of your weapon's kinetic damage. Ouch. Das ist ein Schildgenerator, der sehr interessant ist. Und dann gibt es nochmal 2 Sensoren. Eye of the Storm. Secondary weapons will always critical hit until your ult charge is below 50%. Und Vision of Decay, Corrosion Injector deals 100% increased damage and will hit 3%, nee, 3 additional enemies in 300 meters of the target. Corrosion Injector ist... Ah, das ist auch eine von meinen Schiffssystemen, die ich da reinnehmen kann. Hier meine... Dingens. Mich interessiert, wo ich Bob kriege. Bob klingt cool. Da steht nicht bei, wo ich den kriege. Ha. Die haben in die Wiki nicht geschrieben, wo man die Dinger kriegt. Legendaries are not unique or one-time drops. Rewarded legendaries from mission can be found again. Okay, da steht, Legendary Items are rare and powerful pieces of equipment that drop inside ancient rifts and randomly from tougher enemies while playing on Nightmare Difficulty. Each legendary has a unique effect and unique stats, which is meant to have a significant impact on the build and playstyle of a ship. Only 2 legendaries can be equipped at a time on a ship as of version blah blah blah. Legendary are not unique or... One-time drops. Rewarded legendaries from mission can be found again. Das heißt, ich muss nicht Missionen machen, um das zu machen, sondern ich muss die Rifts machen. Plöpp. Is now connected with my steadily growing network of spatial bypass locations. I would still rather the tried and tested means of trusted jumpgate travel. A very conservative viewpoint, Hive. Nothing changes without risk. So, gucken wir uns noch mal an. Beim letzten Mal hatte ich ja dummerweise den Scoutjäger dabei, der nicht sehr durchhaltevermögend war. Und ja, ich kann maximal 2 von den Legendären auch auf das bessere Schiff dann erst installieren. Aber hey, Hauptsache man kann sie installieren. Und wenn ich jetzt schön die Rifts farme, kann ich genau die Sachen kriegen, die ich haben will. Die Frage ist, welche Kanone will ich haben? Ich meine, die Flakkanone auf einem entsprechenden Level wäre extrem geil. Das heißt, die Sachen, die ich habe, kann ich aber auch verschrotten. Ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, dass ich sie nie wieder kriege. Die Coil Gun, die man kriegen kann, Devotion, benutzt 5% Ultimate-Energie. Das ist natürlich extrem unlustig.
Den Abbaulaser brauche ich ab jetzt nicht mehr. Oh, war das meine eigene Markierung? Moment. Ancient Rifts. Wo finde ich Ancient Rifts, verdammt nochmal? Spiel mir das noch nicht erklärt. Okay. Erstmal können wir sowieso nach Kato fliegen. Ich will die Raumschiffe angucken. Ah, es ist Endgame-Content. Das verstehe ich schon. Aber man kann das erst machen, wenn man den entsprechenden Endlevel erreicht hatte. Vorher war das Level 25, jetzt ist es Level 30. Vermute ich jedenfalls. Das Level 30, das steht hier nicht. Und die kann ich von meinen Special Bypasses öffnen. Die Dinger, die ich die gerade zur Anzeit... Alter, können die mal ihre Sirenen ausschalten? Die Straße ist verdammt nochmal frei. Abgesehen von dem kleinen Stau hinter einer Ampel. Tears of the Mad können die Gegner an dem Dings droppen. Wofür brauche ich denn Tears of the Mad? Tears of the Mad, seltene Ressource. Concentrate the ancient enemy remains scattered from the ancient controlled vessels. Ja. Aber steht nicht dabei, was ich damit machen kann. Gar nichts. Es steht absolut nichts dabei, was ich mit den Tears of the Mad machen kann. Okay, die Wiki scheint auch nicht vollständig up to date zu sein. Weil, wenn dann schon drin steht, dass. 25 Höchstlevel ist, dann kann das sein, dass das noch alles aus der Beta, der Unbeta stammt von dem Spiel. Bzw. aus der Early Access Phase. I might need to pull some extra leverage with Kato. He'll need to see his own advantage in all of this. I doubt you would be able to bargain with such a gangster any other way. I'll appeal to his better senses. Wieso kann ich die Dings nicht errichten hier? Vielleicht muss ich die Quest erst machen oder so einen Scheiß. Hi Marianne, I'd like a word with Mr. Kato on an urgent matter. You have been expected. Please proceed to the penthouse suite. Adam! Say, have you ever tried Gilbert Guppies? Mmm, they are delicious! No. I can't say that I have. Actually, I've got bigger fish to fry right now. Oh yeah? And who would that be? Oscar Blakemore. Uh-huh. What about him? Would I be correct in presuming that opening up a new conflict with the Okar would be bad for your business? That would be an understatement. But why present hypotheticals? It would be the most likely outcome if Blakemore carries out his plans. I always knew that guy was going to cause big problems, but why would he go provoking any imbalance of the delicate equilibrium in our beloved DMZ? He wants to claim the region as his own personal fiefdom. He has plans to make it an autonomous entity under his direction. Now that really pisses me off. You should know there's only one boss in these parts, and that's me. I know how guys like this operate. I've met enough opportunists in my time.
If you give them a finger, they'll take your whole goddamn arm and keep taking. Listen, I've no reason to distrust you, Adam. You've grown on me. But this sounds like it's even out of my league. I ain't in the position to take on something the scale of GMB. I've put together an alliance, Kato. GNB needs a change in leadership, and it needs a push to do so. I believe that if you join us, that will give us the strategic and tactical edge we need. We need firepower. We need more fighters. Wow. And to think the first time you wandered into my penthouse, you were just a nobody with an attitude. I'll tell you what. Let me do my due diligence. I'll ask around about the state of things. And I'll get back to you as soon as I've made a decision. Don't take long, Kato. If you're not part of this, your name might not be worth much in the future. This is an opportunity. Choose your sides wisely. Oh, I get you, Adam. I have to say, I'm impressed. And a little unnerved by your methods of persuasion. Meine Speicher befohlen, wenn du mit dieser Mission fortwerfst, deine Erkundungsfreiheit eingeschränkt, bis du die Haupthandlung abgeschlossen hast. Wir empfehlen daher, einen manuellen Spielstand zu erstellen und dich vorzubereiten, bevor du zur Wessner Bergbaukolonie aufbrichst. Es ist der Rest. Klasse 4 Schiffe. Fast 900.000. Muss ich für ein Schiff zahlen, in dieser Größenordnung. Ich habe noch keine Kaufoption dafür. Ich kann mir also entsprechend nur ein einziges davon leisten im Augenblick, bis ich den Endgame-Content zugänglich gemacht habe. Das Ding ist jetzt, mache ich jetzt die Hauptstory weiter und bin dann fertig, aber dann ist für mich nicht wirklich mehr Anreiz, das Spiel weiterhin zu spielen und dann diese ganzen Dinger zu machen. Deswegen glaube ich, warte ich mit dieser Hauptquest erstmal, bis ich Zugang zu den Rifts habe, mich entsprechend ausgerüstet habe und das entsprechende Schiff habe, weil ich nicht weiterspielen werde, wenn ich die Endquest gemacht habe wahrscheinlich. Vielleicht kommt nochmal eine Erweiterung für das Spiel mit mehr Story-Inhalten und so ein Kram, aber das weiß ich nicht. Und ich kenne die Pläne von den Machern auch nicht. Sieh doch mal diese Verbesserung in den Werten an. Das ist übelst krass. Noch eine passive Fähigkeit dazu. Titan A3. Alter Falter. Die Schildkapazität, die Hülle. Leicht mehr Geschwindigkeit, weniger Wendigkeit, weniger Hauptwaffen natürlich, aber mehr Sekundärwaffen. Das ist eine reine Raketenplattform, das Ding. 4 Schiffslots und auch einen passiven noch dazu. Ja, wie gesagt, gebt mir mal eure Entscheidung, was ihr eher sehen wollt als letztes Schiff. Wie gesagt, es muss ein schweres sein. Vielleicht auch doch der Vindicator. Ich weiß es selbst noch nicht. Wie gesagt, beim Vindicator stört mich halt ständig dieses Einsammeln von den Wrackteilen, um die Drohnen auf Vordermann zu halten. Deswegen werde ich das wahrscheinlich eher nicht machen. Deswegen Bomber oder Gunship. Und ich persönlich tendiere eher zum Bomber. Naja, das machen wir dann. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.